Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ja, wir sind wieder mal auf dem Weg in Richtung Corinnes. Wir haben ja eine neue Quest bekommen, ein paar Steine Kraut. Vielleicht kriegen wir dafür auf jeden Fall ein bisschen mehr Erfahrungspunkte, weil wir brauchen noch knapp 1100. Und die müssen wir irgendwo herholen. Und wenn er das nicht sieht, kann aktuell ich weiß ich nicht, wo ich dann jetzt die nächsten Erfahrungspunkte herhole, damit ich gegen Rod antreten kann. Damit ich zumindest stark noch gegen den bin. Silvio und sein Bulko, sein Kollege Bulko, die sind viel zu stark. Stenza ist auch viel zu stark. Und ja, deswegen können aber auch versuchen, mal die eine Blutfliege da anzulocken, obwohl wäre auch keine gute Idee. Oder hier in dieser eine Höhle. Hier war doch eine Höhle. Da gibt es doch bestimmt noch ein paar Gegner. Wo war denn die Höhle? War hier nicht eine Höhle? Einfache, kleine, leichte Gegner. Hier ist die Höhle. Dann speichern wir einmal, bevor wir reingehen. Keine schwarzen Goblins, oder? So, komm. Okay, so geht das. Schwerer Ast. So. Okay, wenn das so funktioniert. Der schwarze Goblin macht mir Sorgen. Ja, der eine bitte. Ne, nicht alle. Nicht alle auf einmal. Einer reicht. Einer reicht, habe ich gesagt. Yo. Komm, hau die kaputt. Alter. Ey, das ist zu viel, das ist zu viel, zu viel, zu viel, zu viel. Zu viel auf einmal. Das waren jetzt doch zu viele auf einmal. Habe ich irgendwie genug zu fressen hier? Leider nicht. Warte, wir haben aber einen Zauber für die Heilung, ne? So. Können wir jetzt noch mal reingehen? So, nice. Noch ein schwarzer Goblin. Ach so. Okay, so klappt das jetzt. Komm, griff den. Nicht so. Alter, noch einer. Wo kommst du denn her? Okay, so geht das. Okay, ich hoffe, da sind jetzt nicht allzu viele jetzt hinter uns her oder noch übrig. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. Okay. Da ist nichts zu holen. Einmal nochmal Safe Game. Wir haben die geschafft. So, wie viel fehlt uns dann noch an Erfahrung? Okay, noch ein bisschen. Ja, die Seite haben wir erledigt. Hier ist ein Kreuz. Ist das relevant noch? Also, ich gehe mal davon aus, dass es relevant sein könnte. Also, müssen wir uns mal ansehen. Hier gibt es noch immer Goblins.
Hört sich an, aber dass es mehrere sind. Ja, erstmal anlocken. Okay, sind alle auf einmal da. Nein, komm, hau den kaputt. Alter, triff den doch. Okay, der kommt nicht ran. Komm. Alter, kann doch nicht sein. Warum bewegt er sich so? Okay, haben wir geschafft. Da ist nichts zu holen. Was war das, was wir jetzt eingesammelt haben? Wertvolle Innu-Statue. Da war noch ein Ast. Nichts zu holen. Feuerball haben wir. Komm. Hat gereicht. Okay, nice. Oh, hier ist noch ein schwerer Ast. Können wir auch noch verkaufen gehen. Wertvolle Innu-Statue. Für wen ist denn das? Rohes Fleisch? Gebratenes Fleisch. Und wo kriegen wir eigentlich Schinken? Der eine wollte ja Schinken haben. Der eine Jäger. Ja, komm, wir können hier gehen. Dann haben wir das erfüllt. Oder warte mal, wollte nicht irgendwer die Innu-Statue haben? Eine goldene Schale war das, ne? Wegen der Innu-Statue. Wert 100. Ich habe aber den Verdacht, dass das vielleicht ein Questgegenstand sein könnte. So, hier Orlan. Welche Rüstung? Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Wenn du bezahlen kannst. So, nee, der hat hier keine Stängel. Sumpfkraut. Wir müssen jetzt Sumpfkraut organisieren. Irgendwen hat nur Sumpfkraut verkauft gehabt. Nur wem? Das weiß ich nicht mehr. Dann ist die Frage, gehen wir jetzt gleich dann auf Stärke hier nach oder... Hoppla, genau, hier. 500 Punkte brauchen wir noch. Auf Stärke oder auf Zweihänder? Stärke wäre eigentlich auch schon besser. Wie viel Geld haben wir noch? 157, meine ich. Dann gleich haben wir wieder ein bisschen mehr. Aber jetzt ist wirklich die Frage, wo holen wir uns die nächsten Punkte? Und wir könnten auch mal hier unten gehen und gucken. Hier hatten wir uns, glaube ich, noch gar nicht erkundet. Ne? Vielleicht gibt es hier noch ein paar Wölfe oder so. Oder Feldräuber. Das sind auch Punkte. Wie viele Feldräuber hier aber unterwegs sind. Ja? Ich
Ich höre hier Ratten. Irgendwo sind hier ja Ratten in der Nähe. Gibt's hier sonst noch was? Von denen halten wir mal ein bisschen Abstand. Die sind jetzt nicht hinter mir her, oder? Ich hoffe. Gehen wir erstmal hier oben rum. Gucken, was hier gibt's. Ja, hier sind hauptsächlich Feldräuber. Hier kommen wir nicht hoch. Aber ich habe hier irgendwo Ratten gehört, auf jeden Fall. Achso, die Armbrust können wir ja nicht mehr tragen, weil wir nicht genug Stärke jetzt haben, ne? Oder? Doch, jetzt müssten wir eigentlich wieder genug Stärke haben. Jetzt könnten wir die wieder ausrüsten. Das bringt mir gar nichts. Doch, den haben wir erwischt. Jo, komm, triff den! Ja! Komm, den müssen wir jetzt aber treffen, ne? Okay, umso weiter weg die sind, umso schwieriger wird es. So, den muss ich jetzt aber treffen, oder? Ernsthaft? Ja, jetzt. Nice. So, wie viel fehlt uns noch? Genug. Immer noch genug. Das speichere ich aber trotzdem einmal. Dann wechseln wir einmal hierzu. Den kaputt. Okay, den haben wir geschafft. Dann den nächsten. Und dann geben die 80 Erfahrungspunkte. Ja, du komm her. Komm. Jo, okay, den haben wir auch noch geschafft. Noch einmal speichern. So, und den nächsten bitte. So, noch mal ein paar Meter zurück. Nice. Dann gab es hier oben noch irgendwo einen da. Warte mal, vielleicht einmal nochmal speichern, bevor wir uns mit dem anlegen. Und wo sind jetzt die Ratten, die ich hier höre? Ich höre hier Ratten. Wo sind sie denn?
hier irgendwo vielleicht eine Höhle drunter? Irgendwo? Null Plan. Ja, komm da hoch. Dann nicht. Aber okay, hier unten haben wir die Feldräuber auch schon erledigt. Dann fehlt uns jetzt... Oh, Heilpflanze. Dann fehlt uns jetzt auch... Nur noch 5 Erfahrungspunkte. Nice. Die müssen wir irgendwo jetzt herholen. Dann können wir nochmal auf Stärke gehen, würde ich sagen. Oder auf 2 Hände. Armbrust machen wir irgendwann... Ja, Armbrust machen wir dann irgendwann anders. Aber erstmal hier 2 Hände. Haben wir alle Fleischwanzen da hinten eingesammelt? Sagen jetzt mal so. Warte mal. Hier, nicht die verbotene Weide. Cypher, gibt mir... Ja, genau. Wir müssen Bodo nicht verprügeln, sondern hier Sumpfkraut irgendwo her organisieren. Ah, da bist du. Jo, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, Sumpfkraut. Ein Stängel Sumpfkraut, da haben wir sie. 30. Aber dafür geben wir ihr... Die ganzen Dinger. Die Sichel. Hier Feuernässe können wir geben. Und Feuerkraut. Feuerwurzel. Hier Sumpfkraut. Hier den... Das lassen wir eben noch. Feuerball brauchen wir nicht. Hier dann das. Und das. Hier ist es nur 15 wert, ernsthaft. Bolzen haben wir nur noch 6 Stück. Aber okay, wir haben jetzt das Sumpfkraut. Ein paar Stängel. Ich hoffe, das reicht ihm. Ich hoffe wirklich, dass das reicht. Wenn wir jetzt zurück zu Dings hier gehen, zu Cypher. Ich glaube, wir machen erstmal wieder 2 Händler gleich. Weil, okay, jetzt 2 Händler sind wir Kämpfer. Obwohl Stärke macht mehr Sinn. Jetzt erstmal auf Stärke zu gehen macht deutlich mehr Sinn. Dann sind wir bei 48 jetzt gleich. Dann fehlen halt nur noch 2 Punkte. Und dann wären wir bei Stärke hier bei 50. Dann könnten wir einen besseren Zweihänder bekommen. Denn das Ding, was wir hier haben, das hier, der Richtstab, der ist absolute Scheiße. Dann gehen wir mal einmal kurz hier, vielleicht... Ne, hier haben wir ja schon alles gelootet, oder? Die haben ja nichts. Die haben gar nichts. Aber solange wir bei Lee noch nicht in der Bande sind, kriegen wir keine bessere Rüstung, nehme ich mal an. Kommen wir da erstmal nicht weiter, was Rüstung angeht. So, zum Kloster. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist wegen hier. Müssen wir jetzt regelmäßig Miete zahlen dafür? Wirklich jetzt alle 7 Tage, Ingame-Tage, 50 Goldstücke.
Fände ich jetzt ein bisschen doof. Welche Stufe sind wir eigentlich? Stufe 6. Was? Magiekreis 0. Okay, Magie wollen wir aber auch keinem Kreis angehören. Magier Run werden wir vielleicht auch eher machen, wenn wir das dann den Teil hier zweiten Durchlauf oder so machen. Wo ist eigentlich Aaron? Aaron. Hey. Zeig mir, wie ich härter zuschlagen kann. Zeig mir, wie ich härter zuschlagen kann. Wenn du noch mehr lernen willst, geht das ja, nur über hartes Training. Ich werde mich. Ja, okay, komm. Ja, das hat er wirklich gemacht. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Ich weiß gar nicht mehr, wie man noch. Hier, die Dinger kann ich mal einsammeln. War doch seine Entscheidung. Butlerfleisch, nice. Der soll mir nichts von Pflicht erzählen. So, jetzt wird auch wieder dunkel. Das war doch schon vorher klar. Aber komm, wir haben ja ein paar Stängel. Ein paar Stängel Sumpfkraut, die können wir jetzt Dings hier abgeben, Cypher. Und dann schauen wir mal. Wie viele. Ja, okay. 5 Erfahrungspunkte brauchen wir nur. Das heißt, wir können auch einfach eine Fleischwanze verprügeln und wird schon reichen. Und jetzt gehen, ich glaube, jetzt erstmal gehen wir nochmal auf Stärke. Einmal gehen wir noch auf Stärke, dann versuchen wir es nochmal gegen Rott. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Das will doch keiner mehr. Das hat er so, Cypher, wo ist er da? Wegen des Sumpfkrauts? Wegen des Sumpfkrauts. Hier hast du ein paar Stängel. Hier hast du ein paar Stängel. So wenig? Das habe ich doch in einem Mal weggeraucht. Also 10 Stängel müssen es schon sein. 10? Immerhin okay. Gebe ich dir meine Stimme für die Aufnahme bei uns. Okay, 10 Stängel. Gut, wo kriege ich jetzt 10 Stängel her? Wem habe ich die alle verkauft? Das war keine. Wir können hier einmal pennen gehen. Dann sind wir einmal wieder aufgeladen mit Leben. Ich werde mich damit. Das hat er doch vorher. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Was ist denn für eine Sache? So, Torlauf. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Keine Ahnung, sag du es mir. Meinst du? Das ist wirklich nicht so. So, hier können wir einmal pennen gehen. Zu weit weg. Bis zum nächsten Morgen. Nice. Ich hatte jetzt aber wirklich gehofft. Meine Meinung will ja keiner. Warte mal, hier Bodo. Cypher hat mir erzählt, ihm wäre ein Paket Sumpfkraut gestohlen worden. Cypher hat mir erzählt, ihm wäre ein Paket Sumpfkraut gestohlen worden. Und? Er denkt, du hättest es genommen. Ach, deswegen glotzt der Typ mich immer so dämlich an. Ich bin in letzter Zeit immer extra freundlich zu ihm, weil ich denke, der Typ ist echt mies drauf. Aber da war nichts zu machen. Ich mache ein freundliches Gesicht und er starrt mich an, als ob er mich umbringen wolle. Mhm. Her mit dem Kraut oder du lernst mich kennen. Her mit dem Kraut oder du lernst mich kennen. Hör zu. Alles, was ich habe, ist dieser eine Stängel Kraut. Nimm ihn und lass mich in Ruhe. Du weißt ja, dass Onas Söldner auf uns aufpassen, nicht wahr? Also, mach ja keine Dummheiten. Mhm. Ich glaube dir kein Wort. Her mit dem Sumpfkraut. Warte mal. Einmal speichern. Dann riskiere ich es jetzt mal mit dem. So. Ich glaube dir kein Wort. Her mit dem Sumpfkraut. Ich hab's nicht. Ehrlich. Mhm. Nochmal. Ich glaube dir kein Wort. Her mit dem Sumpfkraut. Ich hab's nicht. Ehrlich. Ich glaube, wir müssen Bodo wirklich selber mal. Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Oder warte, Bodo wohnt ja hier, glaube ich. Gibt es irgendwo eine Truhe oder so, die zu Bodo gehört? Oder wo ist die Scheune? Ich werde mich da nicht einmischen.
Hey, heißt Gunnar. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Seit Ona verlauten ließ, dass er Söldner anheuert, quillt der Hof fast über vor lauter Gallenvögel. Das ganze Gesinde, das sich vorher nicht aus den Wäldern getraut hat, ist jetzt hier. Die Kerle kamen echt von überall her. Die Söldner kamen von überall? Die Söldner kamen von überall her? Ein Großteil kam aus der Strafkolonie. Eine weitere Gruppe von Söldnern kam aus dem Süden. Sie haben dort wohl Orks gejagt. Und ich wette, es sind auch mittlerweile ein paar Banditen aus den Bergen hier und lassen sich durchfüttern. Da muss man mal ganz kräftig dazwischen. Okay. Aber was Bodo angeht, erfahre ich jetzt momentan nichts Neues, ne? Noch mehr Ärger. Wie viele haben wir jetzt insgesamt? 3 müsste es sein, ne? 3 Stängel Sumpfkraut. 7 fehlen uns noch. Warte mal. Nee, nicht fest an. Oh! Von wo kommen. Die spawnen ja alle nach. Okay, das ist ja nice, wenn die nachspawnen. Komm. Okay, Stufe aufgestiegen. Wer bringt mir... Genau, hier da hinten. Harold, der bringt mir Stärke bei. Dann gehen wir mal dahin. Wenn die aber nachspawnen, das ist ja nice, die Feldräuber. Das heißt, ich kann hier die ganze Zeit eigentlich rein theoretisch auf Feldräuberjagd gehen. Und dann bis uns unendliche Skillen, oder nicht? Wenn ich hier die ganze Zeit immer und immer und immer und immer wiederkomme. Dann ist ja praktisch. Dann verstehe ich das nicht, wie man sich hier verskillen kann. Denn mir wurde ja gesagt gehabt, man kann sich hier verskillen. Das ist doch lange bekannt. Aber wenn ihn nachspawnen? Hey, da kann man sich nicht drauf verlassen. Warte mal, erstmal Ware. Zeig mir deine Ware. Die Auswahl ist nicht sehr groß. Ja, gib mir nur Streitaxt 110. Ja, leichter Zweihänder. Edles Bastardschwert, Einhandwaffe. Amulett der Kraft, Stärke, Bonus 10. 1000 Gold. Ich hätte das anders gemacht. Der wäre jetzt eigentlich praktisch. Wenn ich den hier jetzt abgebe. Was kann ich. Amulett Lebenskraft. Wir müssten mal diesen ganzen Schmuck behalten, den wir sammeln. Der hat aber nichts, aber komm, zeig mal, wie man stärker zuschlagen kann. Wenn du noch mehr lernen willst. Ja, das kennen wir. Jetzt habe ich aber nichts mehr an Lernpunkten. So, aber 48. Das können wir auch mal speichern. So, warte mal, jetzt. Das gibt Lebenskraft. Das Panisch-Amulett, Schutz vor Waffen 10. Ja, das hat Lebensenergie 10. Das gibt einen Stärke-Bonus. Dann machen wir das erstmal. Weil. Hey, kannst du mir beibringen, besser kannst zu kämpfen? Kannst du mir beibringen, besser zu kämpfen? Der war nur einhändig. Kann schon sein, dass ich dir den einen oder anderen Tipp geben kann. Ne, der kann nur Einhand. Wenn er das nicht so sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Zusammen mit Lederrüstung plus 5 nochmal. Das, heißt, wir haben hier jetzt Schutz vor Waffen immer noch 45 und vor Geschossen 30. Vor Drachenfeuer 10. Ich hätte das anders gemacht. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge versuchen wir es noch einmal gegen Rot.
und hoffen, dass das dann reicht, damit wir uns den Banditen endlich anschließen können. Dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!